Umrahmt von festlicher Musik fand die Aussendungsfeier im Augsburger Dom statt, der Kathedrale des Bistums. Es macht auch deutlich, wie wichtig dieser Dienst für Gott im Bistum ist. Die drei Kandidatinnen wurden namentlich aufgerufen, um ihre Bereitschaft für den pastoralen Dienst zu erklären. Christa Döllner ist 51 Jahre alt und lebt in der Nähe von Scheiern. Als Pfarrhelferin wird sie in der Pfarreiengemeinschaft Reichertshofen, Langenbruck, Pörnbach mitarbeiten. Verena Wörle ist 27 Jahre alt und kommt aus Obergriesbach. Sie wird als Gemeindereferentin künftig in den Pfarreien Stettenhofen und Langweid tätig sein. Ebenfalls als Gemeindereferentin wird Marie Zengerle ausgesandt. Die 25-Jährige ist in Mörslingen bei Dillingen aufgewachsen und wird in der Pfarreiengemeinschaft Pfaffenhofen an der Roth wirken. Nach ihrem jeweiligen Studium wurden die pastoralen Mitarbeiterinnen in einer zweijährigen praxisorientierten Berufseinführung auf ihre vielfältigen Aufgabengebiete vorbereitet. Das deutlichste Unterscheidungsmerkmal ist, dass die Gemeindereferenten noch einen Auftrag haben für die Schule, also den Religionsunterricht, Grund- und Mittelschule, während die Pfarrhelferinnen sich ganz auf die Pastoral vor Ort konzentrieren können. Das Spektrum ist sehr groß, man könnte sagen von der Wiege bis zur Bahre, aber die ganz klassischen Aufgaben liegen in der Sakramentenpastoral, Vorbereitung auf die Erstkommunion und auf die Firmung, das sind die ganz klassischen Felder. Aber natürlich auch die Begleitung der Ehrenamtlichen zur Vorbereitung auf Kindergottesdienste, Familiengottesdienste, Bibeltage. Also das Aufgabenfeld ist sehr weit gefasst. Auf diese Arbeit vor Ort mit den Menschen freuen sich die Frauen. Alle drei waren auch schon bisher in ihren Heimatpfarreien in der Kinder-, Jugend- oder Seniorenarbeit engagiert. Darauf können sie jetzt professionell aufbauen. Als äußeres Zeichen ihrer Beauftragung überreichte Diözesanadministrator Prälat Bertram Meyer ihnen eine Bibel und segnete sie. Ich schöpfe natürlich Kraft von der Aussendungsfeier, also von dem Teil, wo einfach der Diözesanadministrator mich nochmal jetzt in den Beruf der Gemeindereferentin gerufen hat. Und also da schöpfe ich total viel Kraft und das nehme ich auch mit auf meinen Lebensweg jetzt dann in die nächste Zeit. Meine Hauptaufgabengebiete sind die Familiengottesdienste, die Betreuung der Ehrenamtlichen, Kommunionvorbereitung, Firmenvorbereitung. Und freuen tue mich einfach auf die Menschen, die wieder auf mich warten, mit ihnen zum Unterhalten, mit ihnen den Glauben zum Teilen und jetzt gestärkt einfach frisch an die neue Arbeit gehen. In der Jugendarbeit und die Arbeit mit Kindern, das liegt mir auch sehr, das mache ich wirklich sehr, sehr gerne. Und ich finde immer, ja, man muss auch in die Jugend investieren. Natürlich gehört natürlich die anderen Bereiche oder die anderen Altersgruppen natürlich auch dazu. Aber würde ich sagen, Jugendliche, die Arbeit mit Jugendlichen und mit Kindern, würde ich auf jeden Fall sagen, das ist auch für mich so die Zukunft und das, was ich auch gern mache und machen möchte. Der Diözesanadministrator wies in seiner Ansprache auch auf das Hirtenamt aller getauften und gefirmten Christen hin. In großen Seelsorgeeinheiten tragen wir alle füreinander Verantwortung, unabhängig davon, ob jemand geweiht wurde oder eine kirchliche Beauftragung habe, so Meyer. In den pastoralen Berufen sind Frauen stark vertreten. Ich kann Ihnen sagen, dass das große Netzwerk auch der Gemeinden geknüpft wird durch Frauen und zwar nicht nur durch technische Dienste, durch Kuchenbacken oder Pfarrfest organisieren, sondern auch durch Wohnviertelapostolat, durch das Sorgen für andere Menschen, die am Rande stehen, für Alte, für Kranke. Da sind die Frauen ganz groß mit dabei und ich denke, es nützt nichts, sonst wäre es nur eine Worthülse, von einer geschwisterlichen Kirche zu sprechen, wenn wir neben den Brüdern nicht auch die Schwestern, die Frauen im seelsorglichen Dienst sehr, sehr ernst nehmen würden. Die Kirche als großes Hoffnungsnetz mit vielen Knotenpunkten, davon träumt der Diözesanadministrator. Christa Döllner, Verena Wörle und Marie Zengerle können solche neuen Knotenpunkte sein.